Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wieso fährt der Typ mich an? Ich wollte euch heute einen kleinen Easter Egg zeigen, den ich im Stream sozusagen mit Hilfe der Community rausgefunden habe. Den haben vielleicht schon andere rausgefunden, aber ich wollte euch den trotzdem mal zeigen. So, ihr fahrt jetzt hier in diese schöne Straße. Heimrauchmelder nehmen wir mal kurz nicht. Ich zeige euch gleich auch, wie ihr hinkommt. Und hier seht ihr was. Hier seht ihr eine Garage. Nein, wir wollen jetzt auch keinen Verkehrsunfall fahren. Hier seht ihr eine Garage, wo ihr das Tor öffnen könnt. Und dann steht hier ein schwarzer EV. Richtig geil. Da könnt ihr auch einsteigen. Also es ist quasi ein ganz normaler EV, nur halt in komplett schwarz. So, hier Motor starten, Blaulicht an. Das ist schon mega nice. So schaut das auf jeden Fall dann aus. Um zu dem schwarzen ELW zu kommen, spawnt ihr am besten erstmal hier direkt auf der Wache und lauft zu dem anderen ELW. Welches Fahrzeug ihr mitnehmt, ist eigentlich egal. Nur mit diesem ELW geht es halt schneller dorthin zu kommen als zum Beispiel mit einem LF24. So, wir öffnen die Torsteuerung, steigen als Fahrer hier ein, starten den Motor und düsen dann mal dahin. Ich mache gerne das Blaulicht an, das sollten ja die meisten von euch wissen, dass ich gerne mit Blaulicht fahre und auch mal gerne die Heckwarnanlage anmache. So, wir machen mal kurz Martinshorn an, fahren hier direkt rechts, düsen dann hier geradeaus über die Kreuzung und fahren dann an der Tankstelle, die da vorne ist, wieder nach rechts. So, das Auto lässt uns durch. Sehr schön. Okay. So, die nächste Straße werden wir links abbiegen. Dieser Straße folgen wir dann, bis sie zu Ende ist. Und biegen dann links ab. Dann biegen wir hier rechts ab und schwuppdiwupp ist hier die Garage. So, wir machen jetzt mal hier 9, 6 an. Okay, gut, dann gehen wir zu der Garage hin und dann könnt ihr ganz normal einsteigen, hier mit E das Garagentor öffnen, einfach hier in ELW einsteigen und dann könnt ihr damit sehr viel Spaß haben, weil der hat sehr viele PS und auf der Autobahn ist das schon geil, damit zu fahren. Weil ihr seht ja auch, wie die Beschleunigung ist. Der ist sowas von heftig, dass man damit einen Unfall baut. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.